willkommen in dein Yoga. Heute sind die Füße unser Thema. Du stellst dich bitte hin, schließt die Augen und spürst, wie der Kontakt deiner Füße zum Boden ist. Wo berühren die Füße die Matte und wo ist Luft? Also zwischen Fußballen und Zehen vielleicht. Und hier auf der Innenseite, bei den Innengewölben. Und sonst hier genau unter dem Übergang, ne, wenn die Zehen sich so abheben, nach vorne raus aus dem Fuß. Und dann spürst du, wo der Schwerpunkt deiner Füße ist. Welche Fläche, welcher Teil sinkt am tiefsten auf der Matte ein? Und ist das auf beiden Seiten gleich? Atmest du in Ruhe durch und widmest dich erstmal den Füßen, indem du dich hinsetzt. Ich setze mich ein bisschen schräg, kann man es besser sehen. Dich hinsetzt und die Füße ausstreichst. Du greifst dir einen Fuß, gehst in die Fußmitte und drückst die Daumen fest rein und streichst zur Seite aus oder auch leicht nach vorne. Gehst die Ränder fester ab und drückst die Zehenbeeren, greifst dir die Zehen, ziehst sie aus dem Fuß nach vorne raus oder nach oben, je nachdem, wie du das begrifflich nennen würdest, und rotierst dabei leicht in den Gelenken. Du kreist also leicht mit den Zehen. Na, Lucky, guten Morgen. Guten Morgen. Lässt die Katze an deinen Füßen schnuppern. Und streichst dann noch einmal mit beiden Händen aus, den ganzen Fuß. Stellst dann auf, nee, du greifst dir zuerst noch, Entschuldigung, greifst dir zuerst noch den Fuß und rotierst mit dem Fuß im Sprunggelenk. Erst in die eine Richtung, dann in die andere. Gib den Fuß an die Hand ab. Die Hand macht das, sie bewegt den Fuß. Dann stellst du den Fuß auf und massierst die Wade. Ja? Du greifst richtig rein, knetest, streichst auch hier wieder lang. Okay, wenn du davor sitzt. Auch schön anzukommen. Und gehst dann auf der Vorderseite am Schienbein rechts und links des Knochens mit den Daumen lang. Ne? Du drückst längs und streichst aus. Und streich ruhig nach unten aus. Das ist wie in der Kalorimassage. Das ist keine Lymphdrainage. Ne? Schließlich streichst du übers Knie. In die eine und in die andere Richtung. Greifst dir deinen Oberschenkel und kreist mit dem Unterschenkel im Kniegelenk. Legst dann das Bein ab und greifst dir den anderen Fuß, massierst. Und erstmal so die Fußmitte von der Ferse, Mittelfuß bis hoch zum Fußballen. Dann streichst du die Kanten ab. Und greifst dir die Zehen, knetest die Zehen. Ziehst die Zehen aus dem Fuß raus und rotierst. Wenn du so länger sitzt, ne, richte bitte immer wieder den Rücken auf. Wechselst, kreist zwei andere Zehen. Und nimmst dir dann noch den, der übrig geblieben ist. Und ziehst aus dem Fußballen raus. Und kreist dabei. Schließlich packst du den ganzen Fuß. Sorgst dafür, dass am Sprunggelenk Platz ist. Und kreist mit dem Fuß im Sprunggelenk. In die eine und in die andere Richtung. Kommst du
in den Vierfüßler, stellst die Zehen auf, versuche auch die kleinen Zehen aufzustellen, schiebst den Oberkörper weiter nach hinten, sodass der Druck, die Dehnung auf den Füßen stärker wird und jetzt bewegst du dich erstmal nach rechts und links. Drückst dabei die Füße in den Boden, ne? Zehen sind aufgestellt. Kommst dann weiter nach vorne, den klassischen Vierfüßler, hebst die Knie etwas an und schaukelst vor und zurück, dehnst so über die Zehen. Schließlich stellst du die Knie auf, bringst die Hände vielleicht etwas zurück, sodass für deine Handgelenke gut ist. Und jetzt hebst du einfach das Bein nach rechts an, wie so ein pinkelnder Hund, kommst zurück, setzt das Knie aber nicht auf und wiederholst. Noch dreimal. Setzt dann das Knie auf und machst die Übung viermal auf der anderen Seite. Du kannst ja ruhig eine Decke oder ein Kissen dazu holen, um die Knie zu unterpolstern. Genau das könnte jetzt gut der Fall sein. Jetzt brauchst du, also wenn du gerne was unter die Knie legst, ist spätestens jetzt der Zeitpunkt, ne? Legst du unter das linke Knie Kissen oder Decke, greifst dir die beiden Klötze, um dich hier vorne abzustützen. Und du bringst den rechten Fuß nach vorne, ja? Ruhig ein bisschen nach außen, schiebst die Hüfte vor und bringst die Klötze ein bisschen weiter nach links, dass die nicht im Weg sind. Ja? Denn was du jetzt machst, ist folgendes. Du hängst quasi Yoga professionell in der Haltung. Ja, Hüften vor, kannst hinten auch die Knie, die Zehen aufstützen, wenn dir das hilft in der Stabilität. Konzentration ist am vorderen Fuß. Du gehst jetzt einfach langsam die Ränder ab. Versuchst Zeh für Zeh aufzulegen, wechselst dann, ne, auf den großen Zeh, auf den Rand und hier vorsichtig, hier ist ganz wichtig, dass du über die Hände dich abstützt, kommst auf die Außenseite des Großzehengelenks, Innenseite, Ferse, kommst auf die Ferse und rollerst hier so ab, so drumherum. Ja? Dass das Knie hier nach innen geht, ist für uns gewünscht, weil wir den Körper trainieren wollen, dass sowas passieren kann und dass er weiß, dass er es dann auch schnell wieder zurückziehen kann. Nur dass wir das jetzt in Zeitlupe machen. Es passt ganz gut als Übung. Man stolpert ja manchmal oder tritt schräg und damit man sich dann nicht schmerzhaft vertritt, ja, oder weiß, wie man schnell wieder rauskommt, dann hat der Körper das schon in Zeitlupe geübt durch diese Bewegung hier. Das ist ein Nebeneffekt, ne? Unser Ziel heute ist ja der Fuß und die Bewegungsmöglichkeiten für den Fuß wieder zu erweitern. Ja, gleichzeitig zu kräftigen, uns zu erinnern, dass auch Zehen greifen können und nicht nur Finger. Ändere bitte die Richtung. Nimm übel immer so, dass es für dich passend ist. Bring den Fuß zurück. Wenn da ein Kissen ist, nimm es einmal weg, stell die Zehen auf. Wenn das geht, und schieb dich zurück, setz dich auf die Fersen. Und wenn du zu denjenigen gehörst, die wissen, nee, das ist nicht gut bei mir, dann bleibst du, ne, auf den Knien und schiebst einfach so ein bisschen zurück, so weit wie du kannst, um die Dehnung an der Fußsohle zu haben. Atme in Ruhe weiter, die ganze Zeit atmest du langsam und tief, auch wenn ich es nicht jedes Mal explizit sage. Ne? Nicht kurzatmig werden, wenn Atempausen von sich entstehen, gut, aber nicht die Luft anhalten. Ne? Dann wechselst du auf die andere Seite. Ja?
bringst den linken Fuß nach vorne. Ich habe das jetzt ein bisschen weiter auseinandergezogen, damit ihr das besser seht. Du hast die Hüftdehnung und rollerst jetzt die Fußaußenkanten ab. Ne? Andere Richtung, C für C, langsam und ruhig atmen dabei. Noch eine Runde. Und dann kommst du zurück und gehst jetzt ins Kind. Die Stellung des Kindes. Atmest hier in Ruhe durch. Ziehst dich einatmend in den Vierfüßler, schiebst dich ausatmend in den abwärts schauenden Hund, läufst auf der Stelle. Und läufst dann nach vorne und richtest dich einmal auf. Wir gehen in den aktiven Fuß. Ich zeige das jetzt nur, du brauchst dich nicht vorzubeugen. Ne? Einfach nochmal zum Erinnern. Hier sind die Großzehengelenke direkt hinter dem großen Zeh. Ja? Und die drückst du jetzt von alleine ohne Finger. Ne? Wie gesagt, ich zeige das nur, ich zeige da nur hin, aber der Fuß macht das alleine. Du drückst die Großzehengelenke in den Boden. Erster Schritt. Zweitens, die Fersenaußenkanten drückst du auch in den Boden. Großzehengelenke bleiben aber bitte so gedrückt. Ja? Und dann ziehst du, es gibt ja eine Diagonale, wenn man die beiden verbindet, ne? Von vorne innen nach hinten außen. Und die beiden Körperteilchen bewegst du jetzt aufeinander zu. Du drückst sie in den Boden und gleichzeitig versuchst du, die schräg zusammenzuziehen. Ja? Das ist der nächste Schritt. Dadurch aktivierst du noch mehr in den Innengewölben hier. Und im nächsten Schritt, die Füße müssen aber so aktiv bleiben, ja, ziehst du auch noch die Kniescheiben nach außen. Großzehengelenke bleiben aber fester am Boden. Ne? Und dann merkst du, hoffentlich, wie du einschraubst. Und jetzt könntest du noch die großen Zehen leicht in den Boden drücken, aber die anderen 8 abheben. Ja, und trotzdem so stabil und verschraubt stehen. Das Gelenk hinter dem kleinen Zeh bleibt aber am Boden. Ja? Und dann legst du die 8 langen oder die 8 kürzeren Zehen langsam ab. Ne? Und schieb die Fersenaußenkanten schräg nach vorne. Gleichzeitig die Kniescheiben nach außen. Wir haben in den letzten Wochen schon mit gegenläufigen Bewegungen gearbeitet und das ist eine weitere davon. Schüttelst dann aus. Diese Übung gerade eben, wenn du dir nur die merkst und die im Laufe der Woche immer wieder machst, geht barfuß in Socken, in Schuhen, ja, von unten her stabilisieren und wieder aufrichten. Du kommst nochmal in die Vorbeuge. Und kreist jetzt mit dem Po nach hinten in der liegenden 8. Änderst die Richtung und spürst, wie die Füße sich mitbewegen in dieser Bewegung. Klar macht man hier was für die Hüften, man macht was für den Rücken. Aber spür jetzt die Füße. Dann halte inne und stell die Füße etwas weiter auseinander, setz dich ab und jetzt wechselst du in Ruhe von Seite zu Seite, ja,
und kannst sich hier unten erstmal locker von Seite zu Seite. Du kannst auch nochmal die Klötze dazu nehmen, um etwas aufgerichteter zu bleiben, damit der Rücken nicht rund wird, wenn das hilft. Ne? Könntest aber vielleicht sogar aus eigener Kraft aufgerichtet bleiben. Und legst jetzt immer sanft das Knie in die Mitte oder nach vorne ab. Ne? Wechselst hin und her. Lass dir Zeit und roller dabei auch gut über den Fuß ab. Wenn du das Knie aufrichtest, greif mit dem Fuß zurück auf die Matte. Und versuche, dein Gesicht weich zu lassen. Schiebe dich langsam hoch in den Stand. Wir gehen in einen Ablauf von Standhaltung, werden den Hund als Wechselhaltung verwenden oder uns im Hund auf die andere Seite wechseln. Und du achtest in diesem Ablauf vor allen Dingen auf die Füße. Stehst vorne an der Mattenkante, atmest in Ruhe durch. Richtest dich einatmend auf und beugst ausatmend vor. Hebst dann den rechten Fuß nach hinten an und richtest dich auf für Krieger 3. Standwaage, Fliegerhaltung, die Hüften sind parallel. Und dann drehst du dich nach rechts auf in den Halbmond. Ja, rechte Hüfte anheben. Und wenn du wackelst, stellst du einfach das Bein ab. Ist ganz unkompliziert dabei. Und dann ziehst du den rechten Fuß nach hinten, um in den Bogenschützen zu kommen. Atmest durch. Schraub die Füße in den Boden, wie gerade eben beschrieben. Sodass du auch am hinteren Fuß das Innengewölbe aufrichtest. Hinten zeigt die Ferse ein bisschen mehr nach hinten, Vorderfuß ein bisschen mehr nach vorne. Von hier machst du einen Schritt nach vorne, du gehst in den Baum. Ist egal, wo dein rechter Fuß jetzt andockt, denke unkompliziert. Ja? Nimm einen Baum, die Handinnenflächen drückst du zusammen. Ob die Hände jetzt über dem Kopf sind oder vor dem Herzen, spielt auch keine Rolle. Mach einfach deinen Baum und spüre erneut, wie der Standfuß, der linke Fuß sich verhält. Der muss ja alles tragen und auch auf die Matte übertragen. Dein ganzes Gewicht, deine ganze Kraft. Jetzt ziehst du das rechte Knie nach vorne und setzt den rechten Fuß nach hinten ab in Krieger 1. Wenn die Arme oben sind, ist ganz praktisch, dann können die gerade oben bleiben, ne? Das sind die Haltungen, die vorkommen. Jetzt wechseln wir über die Vorbeuge in den abwärtsschauenden Hund. Kommst hier in die Länge, atmest durch, schiebst die Fersen Richtung Boden, denkst an alle Details, Handstellung, Unterarm, Oberarm, gegenläufigen Bewegungen, breite Schultern. Und dann bringst du den rechten Fuß nach vorne und stellst dich in Krieger 1. Von hier der Schritt nach vorne in den Bogenschützen. Du merkst, wir gehen rückwärts auf der anderen Seite. Nicht Bogenschützen, Entschuldigung, der Schritt nach vorne in den Baum. Von hier dann wieder einen Schritt zurück, kannst die Arme schon ausbreiten, Oberkörper zur Seite drehen, es kommt der Bogenschütze. Ja, denk an die Fußstellung, Schultern unten, Arme weit auseinanderziehen. Aus dem Bogenschützen schwingst du einfach nach vorne in den Halbmond. Ja, Oberkörper bleibt zur Seite aufgedreht. Öffnest dich für den Flieger, also öffnen
Der rechte Arm zieht nach rechts, der Oberkörper Richtung Boden. Der Hüfte in der rechten ist das eher ein Schließen. Du schließt jetzt auch weiter in die ganze Vorbeuge. Richtest dich dann einatmend auf und kommst ausatmend in den Stand. Atmest in Ruhe durch. Spürst die Füße. Wie fühlen die Füße sich jetzt an? Dann bringst du einfach den rechten Fuß weiter nach hinten. Wenn es geht, stellst du den Fußbein auf, die Zehen hebst die Ferse an, bist nach vorne ausgerichtet und gehst jetzt einige Male langsam mit dem rechten Knie Richtung Boden und ziehst wieder hoch. Kannst die Arme auch öffnen und ein Mudra einsetzen. Achte hier darauf, wieder, wenn das Knie nach unten geht, dass du nicht kippst oder fallen lässt, ne? Sondern ganz straff hochziehst. Auch im Fuß, dass du nicht nur auf das Großzehengelenk kippst, sondern versuchst, das Gewicht in der Breite des Fußes zu verteilen, in der Breite des Fußballs. Ja? Auch hier also mit den Zehen greifen. Dann komm hoch, dreh dich in Ruhe einfach um. Ja, zieh die linke Ferse, Hacke nach hinten, Kniescheiben nach vorne ausgerichtet, ruhig wieder, wenn du magst, in der Luft festhalten. Es könnte auch das Peace-Zeichen sein, dann haben wir das andere Mudra, das wir die letzten Wochen hatten. Und erneut langsam runter und wieder hoch. Einmal. Richtest du dich zur Seite auf, stellst die Füße erstmal parallel, Arme locker hängen lassen, Arme ganz locker, Steißbein nach vorne, du spürst nach. Und auch jetzt, wenn die Beine etwas weiter auseinander sind, Füße erstmal parallel, schraube wieder in den Boden. Großzehengelenk, Fersenaußenkante in den Boden drücken. Diagonal aufeinander zu bewegen, Kniescheiben nach außen bewegen, in der Haltung. Steißbein bleibt vorne, du atmest in Ruhe weiter, das sind wieder ganz aktive Beine, ne? Große Zehen die Matte drücken, die anderen vier leicht anheben und dann geschmeidig ablegen. Kleinzehengelenk auch mit dem Boden verbinden. Ja, dass du hier nicht nach innen kippst. Es ist ein bisschen schwieriger als im geraden Stand, aber genau deswegen machen wir es, damit es nicht passiert. Ne? Fersen Außenkanten in den Boden drücken. Das gilt für die ganze Fußaußenkante. Ne? Dann lässt du etwas locker, weil du die Zehen jetzt nach außen schiebst und mehr in die Stellung der Göttin kommst. Hände locker auf den Oberschenkeln. Und jetzt bewegst du dich hier hin und her, hebst die Fersen im Wechsel an. Steißbein nach vorne, tief mit dem Po. Ne? Hältst kurz inne, kommst nochmal in den Seestern. Schraube erneut die Füße so in den Boden, auch wenn die jetzt nach außen stehen. Großzehengelenk, Fersen, Außenkante, aufeinander zu bewegen, Kniescheiben nach außen. Es wird schwieriger, ne? Jetzt sind die Hüften ja schon geöffnet, trotzdem probier's. Und lass ein bisschen locker kommen, nochmal in die Göttin. Steißbein vor. Und jetzt hebst du den Vorderfuß ab und kommst so mehr auf die Hacke. Legst ihn dann von außen nach innen wieder ab. Also Fersen Außenseite Zehen und wechselst dann auf die andere Seite. Den Po so tief wie möglich, dass die Oberschenkel arbeiten müssen.
Arme noch einmal an. Und in der nächsten Einatmung stellst du dir vor, dass du Energie aus der Erde aufnimmst und Energie durch die Handinnenflächen aufnimmst und im Körper verteilst. Und wenn du ausatmest, gibst du das ab, was zu viel ist. Du tauschst. Ja? Atme noch zweimal so, schließ ruhig die Augen in der Vorstellung. Du tankst von unten und von oben Erde und Luft, verteilst in dir und gibst auch wieder ab, was zu viel ist. Ein letztes Mal. Mit der nächsten Ausatmung dann lässt du die Arme sinken und gehst jetzt Schritt für Schritt, Ferse, Vorderfuß zusammen, bis die Füße ganz zusammenstehen. Ja, die Beininnenseiten sich berühren, die Knie, Fußinnenseiten. Einatmend hebst du die Arme weit an, schaust an den Daumen vorbei in den Himmel, fixierst dann mit deinem Blick die Daumen, bleibst so und ziehst die Hände, der Kopf, der Blick folgt langsam vors Herz. Du bedankst dich bei dir selbst, dass du gut auf dich achtest und dass du dir die Zeit genommen hast fürs Yoga. Und ich bedanke mich auch dafür, dass du dir Zeit für mich genommen hast, Zeit für uns genommen hast und wünsche schöne Stunden.